Ich bin mir ja selbst so richtig prinzipientreu, was ja echt was total Neues für mich ist. Und genau aus diesem Grund, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, was vielleicht klein bleiben wird, je nachdem, wie viel ich quatsche oder auch nicht, zu einem kleinen Jahresabschlussvideo, was ich so bis jetzt noch nie gemacht habe. Und das jetzt auch gerade relativ spontan entsteht, weil ich mir dachte, irgendwie hast du doch den inneren Drang, sowas mal zu machen. Obwohl ich es, wie gesagt, kurz halten will und so ein wenig das Jahr 2013 Revue passieren lassen will in der Retrospektive und jetzt genug Fremdwörter für heute. Was ist dieses Jahr alles passiert? Ich gehe jetzt natürlich erstmal oder in erster Linie natürlich auf YouTube ein, denn der Rest, das ist ja so ziemlich, ja, sagen wir mal, es ist schon ziemlich viel passiert, auch im Privatleben, aber was wäre ein Privatleben, wenn es nicht privat wäre, richtig ein Leben? Nee, jedenfalls YouTube. Ich habe gerade mal eben so ein bisschen durchgescrollt durch meine Videoliste und da ist mir aufgefallen, dass dieses Jahr ja eigentlich relativ viele Projekte am Laufen waren. Nicht immer alle gleichzeitig und hinterher dann auch ziemlich dezimiert. Also wir hatten zum Beispiel immer noch mit Tomb Raider 4 zu kämpfen, bis, boah, das müsste ich mal schauen. Ich weiß gar nicht, was ich hinterher großartig ins Video an Bildern oder sowas einfüge oder ob ich das vielleicht einfach ganz schlicht lasse. Ich glaube, das lasse ich ganz schlicht, ehrlich gesagt. Erstens habe ich auch nicht mehr die Zeit dazu, weil es auch schon relativ spät ist. Und ja, schauen wir mal. Also ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Seite 8 zurück in meiner Videoliste. Jetzt bin ich beim April. Da hatten wir auf jeden Fall immer noch Tomb Raider zugange. Da bin ich bei Part 107 Ende Februar und wir hatten ja 132 Parts in diesem Let's Play, was bisher mein längstes Projekt ist und wahrscheinlich auch erstmal eventuell das längste Projekt bleiben wird. Davor war es, glaube ich, Shade. Und nach Tomb Raider 4 kam ja Spyro 2 Gateway to Glimmer, was mit, ja, auch zu meinen Lieblingsprojekten dieses Jahr gehört hat, was auch ein relativ zentrales Projekt war, auch zeitlich gesehen, also mitten im Jahr. Wurde es gespielt bis, ich glaube, in den August hinein, Ende August oder so, Anfang September oder irgendwie um die Ecke rum. Womit ich auch beim nächsten Themenanriss wäre, und zwar mein zweijähriges Let's Player bestehen am 18.09.2013. Und den Kanal hatte ich ja am 18.08.2011 gegründet, also ein Jahr vorher. Was soll ich, einen Monat vorher, bevor ich angefangen hatte, im Jahre 2011 zu Let's Playen. Wie es dazu kommen ist, das habe ich ja schon mal an anderen Stellen, glaube ich, etwas ausgebreitet und brauche jetzt nicht nochmal erzählt werden und wollt ihr wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Jedenfalls, ja, viel los gewesen. Wir hatten natürlich auch andere Sachen. Wir hatten zum Beispiel auch Thief Deadly Shadows, was bis, ich glaube, Ende März ging, wo ich es dann pausiert habe. Und Baphomets Fluch 1, was auch pausiert ist und wahrscheinlich auch erstmal noch länger pausiert bleiben wird. Ich habe letztens, ich möchte ehrlich sein, ich habe letztens überlegt, ob ich es nicht sogar abbrechen soll. Also, weil so ein, ich finde, glaube ich, so ein Status abgebrochen ist noch was anderes, als wenn man jetzt sagt, oh, das ist pausiert und das wird mal irgendwann weitergeführt, weil es halt auch eine andere Erwartungshaltung weckt. Ich habe ja momentan zwei Projekte am Laufen, die auch noch mit in das nächste Jahr 2014 hineinlaufen werden, Alan Wake und Dishonored. Wie lange, weiß ich noch nicht und ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht, ob ich im Januar großartig dazu kommen werde, viel aufzunehmen oder wenig oder überhaupt, denn im Januar, beziehungsweise vor allem Ende Januar, Anfang Februar ist wieder meine Prüfungsphase in der Uni und da habe ich das ja bisher so gehandhabt, dass ich dann etwas weniger YouTube-mäßig unterwegs war, zwar natürlich irgendwie Kommentare gelesen und natürlich guckt man auch das ein oder andere Video, aber selber Sachen aufnehmen dafür, das habe ich dann immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil ich mich dann doch lieber auf eine Sache fokussiere, was wiederum indirekt oder eigentlich sogar direkt zu einem anderen Themengebiet führt. Was für Übergänge heute, ich bin wieder eindruckt wie sonst was. Und zwar gleichzeitig etwas Schönes und etwas Schlechtes für mich persönlich, sage ich mal. Dieses Jahr sind in musikalischer Hinsicht vor allem zwei einschneidende Sachen in meinem Leben passiert, die,
auch wirklich für mich persönlich sehr wichtige Sachen sind. Das eine wäre, dass ich Anfang Februar, glaube ich, meinen zweiten Kanal gegründet habe, Dave Durden Music, auf dem vornehmlich Musikrezensionen zu finden sind zu Alben, zu einzelnen Songs, zu Konzerten, also Konzertberichte zum Beispiel, Live-Berichte, Unboxings natürlich auch von irgendwelchen, weiß ich nicht, Special Edition Gedöns-Pömpelfiechern, falls es irgendwie sich anbietet oder angeboten hat, hat es an der einen oder anderen Stelle mal. In diesem Zuge ist unglaublich viel passiert. Das reicht von einem Video, ich glaube, das war mein drittes, wo ich gedacht hätte, das ist von einem Künstler, der ist jetzt nicht so bekannt im Mainstream, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das wird bestimmt nicht oft geguckt, was da mein, ich kann es immer noch nicht glauben, was da das erfolgreichste Video ist, rein von den numerischen Werten her, also von den Aufrufen, das ist jetzt, glaube ich, irgendwie bei 10.200 Aufrufen knapp oder so, ich weiß es nicht, ich habe schon länger nicht geguckt, und im Prinzip auch daraufhin wurde ich dann angeschrieben von einer Plattenfirma aus Hamburg, das ist die größte, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die größte Independent-Plattenfirma in Europa, also die vertreibt verschiedene Künstler und bewirbt die und auch natürlich die neuen Produkte. Und von denen wurde ich dann angeschrieben, hey, wir haben uns dein Review angehört, wie sie drauf gestoßen sind, weiß ich nicht. Hab ja nicht großartig für Werbung gemacht, außer ein bisschen auf Facebook oder was weiß ich, so die üblichen Anlaufstellen, ne? Und ja, wir würden dir gerne so ein Präsent zuschicken, zukommen lassen, wenn du Lust darauf hättest. Und dann hatte ich natürlich dann so gedacht, okay, ja, warum nicht? Also gerne, wenn ihr das machen wollt, dann macht das, freut mich natürlich. Und dann war das, glaube ich, ein T-Shirt und drei, vier CDs oder was. Richtig geil, also da war ich schon richtig platt. Und das läuft bis heute natürlich auch noch weiterhin sehr gut. Und ich habe mit denen immer noch Kontakt und komme da an so ein paar Sachen dran. Auch an so, weiß ich nicht, teilweise an Gästelistenplätze für Konzerte. Das heißt, dann kommt man zum Beispiel an andere Orte in den Konzerten hin, wo man so normalerweise nicht hinkommt und solche Sachen. Ist natürlich echt cool, zumal ich das halt auch beruflich später mal irgendwie in Angriff nehmen möchte nach der Uni. Und das jetzt halt schon so, sage ich mal, so semi selbstständig als Freiberufler quasi mache. Das ist das eine musikalische. Das andere ist, dass ich seit dem 5. Juli, Hilfe, das muss ich mal eben überlegen, Juni, Juli, seit dem 5. Juni 2013 in einer Band aktiv bin. Stone Omega heißen wir. Wir machen so Rockmusik mit ein bisschen Stoner-Einfluss, Alternative Rock, solche Sachen. Ein bisschen experimenteller manchmal, einfach das, worauf wir gerade Bock haben. Und das läuft auch richtig gut. Wir haben mittlerweile 3 Songs selbst geschrieben. Natürlich erst mit Coverversionen angefangen, vornehmlich von den Queens of the Stone Age. Und ja, der 4. Song ist in Mache momentan. Und das hat auch richtig, ja, weiß ich nicht, die Entwicklung ist einfach schön, das auch selbst mitzuerleben. Aus der Band hinaus natürlich, wie sich sowas entwickelt und generell auch die Reaktionen von Leuten, die ziemlich zahlreich waren, was mich auch wieder verblüfft hat. Und das wäre das andere musikalische. Und dann, ja gut, Uni, ne? Das Übliche. Den Ablauf kenne ich jetzt mittlerweile. Ich bin jetzt gerade im 5. Semester von der germanistischen Sprachwissenschaft und der Philosophie. Also ein Zweifach-Bachelor, 2 Fächer, die ich studiere. Und das ist jetzt gut, das Jahr ist halt auch normal verlaufen. Natürlich irgendwo auch für Sachen angestrengt. Wobei ich jetzt da nicht so den Fokus drauf lege. Also ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der jetzt sagt, oh, ich muss jetzt mindestens so die und die Note haben oder das und das Ergebnis. Das merke ich vollkommen wurscht. Solange ich damit leben kann und solange es nicht ganz schlecht ist und solange es reinigermaßen gut ist, glücklicherweise kommt in den besten Fällen oder in den meisten Fällen sogar echt ein sehr gutes Ergebnis raus in der letzten Zeit und auch davor eigentlich. Woran das liegt, weiß ich nicht, aber ich schreibe einfach das, was mir gerade in den Sinn kommt, dann meistens klappt es dann irgendwie, worüber ich natürlich dankbar bin. Jedenfalls, ja, da läuft auch alles gut und auch natürlich so andere Sachen im privaten Leben. Aber wie gesagt, das ist privat und wenn man es öffentlich machen würde, wäre es ja nicht mehr privat, weil das ist ja Privatsphäre und so. Egal, jedenfalls, das wäre das. Was haben wir denn noch alles erlebt? Alan Wake und Dishonored habe ich schon erwähnt.
beides sehr geile Spiele, sehr schöne Let's Plays, die mir auch persönlich sehr viel Spaß machen. Auch dieses Jahr hatte ich natürlich, wie auch schon im Jahre 2012, das glaube ich der Fall war, ab und zu Momente, wo ich so wirklich drüber nachgedacht habe, lohnt sich das alles, was du so machst? Und also Let's Play-mäßig jetzt, willst du das weitermachen? Inwiefern willst du das weitermachen? Inwiefern möchtest du zum Beispiel Sachen verändern? Große Veränderung war natürlich, ich weiß gar nicht, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ihr könnt mir ja vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen, falls ihr das noch besser wisst als ich, was nicht unbedingt schwer ist, weil ich mir sowas nicht so gut merken kann. Ich war ja von 4 Projekten gleichzeitig auf 2 Projekte runtergekommen. Und das hat schon ziemlich was verbessert, finde ich, in meiner Herangehensweise an Let's Plays selber auch an die Lust, Let's Plays zu machen. Und mittlerweile habe ich dann eine relativ gute Balance gefunden, glaube ich. Ich habe nicht die höchsten Aufrufzahlen, bei weitem nicht. Und ich bin aber trotzdem natürlich für jeden Zuschauer dankbar, auch wenn es nicht viele sind. Was aber auch irgendwo nicht schlimm ist, weil solange ich Leute, zumindest ein paar Leute dabei habe, wo ich merke, okay, die schauen das wirklich gerne, was ich da mache und fabriziere und die sich auch vielleicht zum beteiligen in Form von Kommentaren oder weiß ich nicht, sei es auch ein einfaches Like oder sowas. Auch das alleine ist natürlich was, was mich dann freut zu sehen, weil es halt auch eine gewisse Rückmeldung ist. Und wo ich da gerade das mit den, vielleicht hört ihr einen Staubsauger im Hintergrund, das sind gerade meine Eltern, die saugen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich in einem Interview angesprochen habe, was ich dieses Jahr geführt habe, oder was mit mir geführt wurde, um es mal so zu sagen, von der Jolina Hawk. Die hat auch so einen Let's Play-Kanal und führt da diverse Interviews mit Let's Playern oder generell YouTubern, und da war ich dann auch dabei. Was auch eine sehr schöne Erfahrung war, liebe Grüße an Jolina an dieser Stelle, falls sie das irgendwie sieht, hört oder auch nicht. Jedenfalls sei gegrüßt. Was war dieses Jahr noch? Ich weiß es. Auf jeden Fall ging es für mich gefühlsmäßig wieder sehr schnell vorbei, und ich glaube, ich drifte jetzt gerade wieder so ein bisschen generell ab, so zu dem Hang, euch wieder zuzulabern, habe ich eben schon getan die ganze Zeit, aber ihr musstet es ja nicht hören, aber ihr habt es wahrscheinlich getan, wenn ihr das jetzt hier hört, weil, oder ihr habt das Video vorgespult, zufällig an diese Stelle, und hört das jetzt gerade, was ich hier sage, und das davor habt ihr nicht gehört, aber das ist jetzt zu viel Theopraxis. Ja, das wäre eigentlich so das, was ich grob sagen wollte, und natürlich, ich habe es auch im Weihnachtsspecial schon gesagt, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr auf jeden Fall, einen guten Flutsch, und wir sehen uns 2014 auf jeden Fall wieder in der einen oder anderen Form, und wie es da natürlich mit den Let's Plays und sowas sich entwickelt, bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen. Sind ja teilweise auch Faktoren, die man selbst nicht unbedingt so beeinflussen kann, vor allem so zeitliche Sachen, aber ich bin da guter Dinge und habe eigentlich vor, das weiterzuführen erstmal. Und ich habe auch mal drüber nachgedacht, vielleicht so eine Art Livestream oder was zu machen, aber das lohnt sich natürlich auch nur, wenn ich weiß, dass halt auch Leute Lust dazu haben, weil ich glaube nicht, dass das jetzt so ein großes, gewinnbringendes Event ist, wenn ich da so sitze und spiele vor mich hin und schaue so und im Chat ist keiner, mit dem man schreiben kann. Deswegen, da könnt ihr natürlich auch gerne mal schreiben, habt ihr Lust auf sowas? Hättet ihr generell Lust auf sowas? Ich meine, ich habe jetzt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich glaube so um die 350 Abonnenten aktuell oder was, was auch immer mehr steigt in letzter Zeit, was mich sehr wundert und natürlich auch freut gleichzeitig, aber natürlich auch an alle Zuschauer, die mich vielleicht auch nicht abonniert haben, obwohl ihr könnt mir ja dann keine Kommentare schreiben, stimmt. Jedenfalls, falls ihr Lust auf sowas mal habt oder was, oder falls ich das mal irgendwie ausprobiere, noch nichts geplant, aber so rein angedacht, könnt ihr mir das natürlich auch mal schreiben. Eine letzte Sache, die ich vielleicht noch erwähnen kann, die dieses Jahr auch sehr schön war. Ich habe den Alex besucht, den Alex Flattermann 85, einen guten Freund und Let's Player-Kollegen, den ich jetzt auch schon seit fast meinen Anfangstagen kenne auf YouTube als Let's Player.
Und das war echt ein richtig, richtig schönes Wochenende, eine richtig schöne Zeit. Und ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr auch nochmal so wiederholen können. Liebe Grüße an den Alex und an seine Eltern und Verwandtschaft und überhaupt. Und liebe Grüße auch an euch. Danke, dass ihr mir dieses Jahr so zugeschaut habt bei allem Blödsinn, den ich verzapft habe und den üblichen verdächtigen Sachen. Ich hoffe, es hat euch größtenteils gefallen, was ich so gemacht habe. Ihr wisst ja, ich bin da immer relativ spontan und improvisiert zugange bei solchen Let's Plays, was natürlich auch gewisse Gefahren teilweise mit sich bringt oder so Sachen, die vielleicht nicht immer so rund laufen, aber das gehe ich halt ein. Und ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen als vielen Dank von Herzen für eure Treue, falls ihr mir da mal so die Treue gehalten habt natürlich, und alles Gute auch für 2014. Ja, das haben wir gelernt, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis 2014. Euer Dave.